Motorsport ist einfach mein Leben. Nicht mehr und nicht weniger. Angefangen habe ich mit dem Motorsport im ganz jungen Alter, mit 5 oder 6 Jahren im Kartsport. Erstmal würde ich gerne den Mantel Porsche fahren, auf dem Nürburgring. Vielleicht auch später die Formel 1 fahren. Formel 1 ist an sich natürlich noch ein Traum, nur eigentlich auch nicht wirklich realisierbar. Also Wunsch von mir ist, dass ich irgendwie in GT-Motorsport komme und Tourenwagen fahre. Also beim Help habe ich mir einfach so ein bisschen den Fahrzeug in Grello einfach als Vorbild genommen. Und das ist seit Jahren einfach mein Markenzeichen. Sobald du im Auto sitzt und auf der Strecke fährst, bist du komplett fokussiert und machst einfach nur dein Ding und versuchst einfach das Beste zu machen, was geht. Ich denke, dass ich ein ziemlich mit Kopf fahrender Rennfahrer bin. Nicht so einer, der immer drauf fährt und meistens lasse ich auch alles eigentlich heile und bin trotzdem sehr schnell. Aber wenn irgendwo eine Lücke ist, wird dann natürlich auch eingestochen. Ich gehe natürlich noch zur Schule, aber in meiner Freizeit begleitet mich der Motorsport sehr und alle unterstützen mich da zum Glück auch. Hauptsächlich bin ich BMW gefahren, weil mit verschiedenen Klassen und verschiedenen Fahrzeugmodellen hinzu kommt aber auch noch ein Porsche Quad. Beschleunigung, die Gehkräfte und das Ganze ist einfach wahnsinnig toll. Wenn man mit mir ein Wochenende hier verbringt, kann man natürlich alles, was ich so mache, mitkriegen. Außerdem bieten wir teilweise schon mal an, auch sogenannte Taxifahrten zu machen, wo sich jemand zu mir ins Auto setzen kann. Und davon sind auch alle meistens sehr, sehr erstaunt. Einfach wahnsinnig toll.